Für mich als Proktologen gibt es sehr viele gute Gründe, über die richtige Analhygiene zu sprechen. Diese guten Gründe sehe ich natürlich jeden Tag in meiner Sprechstunde. Mein Name ist Dr. Eduard Carsten, herzlich willkommen in Wuppertal und in diesem Video geht es um die richtige Analhygiene. Es ist tatsächlich so, dass die richtige Analhygiene eigentlich extrem wichtig ist. Ja, jetzt an dieser Stelle wird ein bisschen eklig. Also es gibt eine Reihe von Erkrankungen, auch nicht nur proktologische Erkrankungen, die aufgrund der mangelnden Hygiene entstehen. Das sind Infektionskrankheiten, sehr viele Durchfallerkrankungen zum Beispiel, wenn wir dann auch testen, die Menschen, dass sie auch böse Fäkalkeime haben. Also dieses Händewaschen, richtige Körperwaschen und das richtige Achten ist nicht nur von Zeiten von Corona ganz, ganz wichtig, sondern auch im normalen Leben. Es ist tatsächlich so, dass 4 von 10 Menschen keinen Zugang zum fließenden Wasser haben. Ja, das ist in diesen Regionen, sieht man sehr viel mehr Infektionskrankheiten, auch sehr viel mehr gesundheitliche Probleme. Und es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ne? Einige achten da nicht so drauf, auch wenn wir wirklich problemlos Wasser haben können. Und deswegen reden wir jetzt auch darüber. Also Nummer 1. Es ist tatsächlich so, dass die Analhygiene extrem individuell ist. Das heißt, jeder Mensch ist anders, auch jeder After ist anders. Durch den Schließmuskel wird eigentlich der Darminhalt sehr, sehr gut zurückgehalten. Auch nicht nur durch den Schließmuskelmuskulatur, sondern auch durch die gesamte Anatomie. Also auch der Enddarm ist eigentlich absolut stuhlfrei. Deswegen ist diese Region sauber. Deswegen sollte man das auch vielleicht für sich selber das etwas enttabuisieren. Das ist ja auch nichts Schlimmes dabei. Und nach jedem Toilettengang muss der After nichtsdestotrotz sauber gemacht werden. So, wie geht das? Am besten geht das tatsächlich, wenn Sie irgendwo draußen sind, mit einem tatsächlichen Toilettenpapier. Wir empfehlen kein feuchtes Toilettenpapier, keine Zusätze, sondern wenn Sie ein ganz normales, weiches Toilettenpapier haben, einfach ein vorsichtiges, ohne viel Druck, das ist so nichts Exzessives, bitte vorsichtiges Abwischen, und zwar in die Richtung nach hinten. Das Afters reicht komplett aus. Das ist auch ganz wichtig, dass man in die andere, also in die hintere Richtung wischt, insbesondere für Frauen, weil sie dann auch viel weniger Blasenentzündungen haben. Also dass dieses Wischen nach vorne kann theoretisch die Fäkalkeime nach vorne Richtung Scheide befördern. Und das kann natürlich auch manchmal Blasenentzündungen oder Scheidenentzündungen einfach auslösen. Daran sollte man denken. Aber der bessere oder der Königsweg ist tatsächlich reinigend mit Wasser. Ja, tatsächlich so. Also Darminhalt, also der Stuhlgang ist als sehr wasserlöslich. Ist auch so gemacht, deswegen mit auch nicht viel Wasser. Wenn man die Möglichkeit, den After auszuwaschen, mit einer Dusche zum Beispiel oder Bidet, ne, oder solche Wishlets, also sind so Hightech-Toiletten aus Japan, die immer mehr auch Beliebtheit bei uns sich erfreuen, also immer mehr verkauft werden, dass der After einfach mit dem Wasser, mit dem ganz normalen fließenden Wasser einfach vorsichtig abgewaschen wird, noch besser natürlich trocken geföhnt wird. Das kann natürlich so eine Hightech-Toilette aus Japan eher gewährleisten. Also man kann auch danach einfach ein ganz normales Tuch nehmen oder auch genau so ein weiches, weißes Toilettenpapier und trocken tupfen, noch nicht reiben. Das ist die allerbeste Reinigung. So, auf irgendwelche Lotions, Waschlotions oder Cremes sollte man komplett verzichten. Also die Region ist zwar sehr widerstandsfähig, die lernt tatsächlich jeden Tag mit den sehr, sehr vielen Keimen fertig zu werden. Das ist auch so. Und wir tragen auch alle Hosen, es reibt, wenn wir gehen. Das heißt, die Region ist natürlich auch extrem auch belastet. Und wenn wir irgendwelche Duftstoffe zum Beispiel, irgendwas Reizendes dazugeben, kann das manchmal zu massiven Reizungen, Ekzemen, also ein Hautproblem führen. Das sollte man einfach vermeiden. So, kurzes Video, aber extrem wichtiges Video. Wenn tatsächlich auf die richtige Analhygiene geachtet wird, werden wir viel weniger bestimmte Erkrankungen haben, auch viel weniger proktologische Erkrankungen. Vielen Dank, dass Sie dieses Video angeschaut haben. Ich hoffe, dass Sie etwas mitgenommen haben. Ihr Dr. Eduard Carsten, danke.